Willkommen an Bord der Cinnabar 2. Ich bin Nadine und das ist mein Mann Carsten. Wir segeln eine Jonmeri 482 und arbeiten daran, unseren Traum zu verwirklichen, um große Abenteuer zu erleben. Immer mit an Bord sind unsere wasserverrückten Lagotti, Maple und East. Habt auch ihr Lust, uns zu begleiten? Auf geht's! Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. In diesem ersten Video unserer Überführung nach Portugal geht es von Vorkum nach Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Fécamp und weiter nach Cherbourg. Eine erste Etappe mit Pleiten, Pech und Emotionen. Unseren Hafen, den wir 8 Jahre lang besiedelt haben, verlassen. Wir haben uns ganz emotional von Rob und Anita, die uns wirklich 8 Jahre lang super unterstützt haben, verabschiedet. Es sind auch ein paar Tränchen geflossen. Die Jenny hatte uns gestern hierher gebracht und hat auch die Hunde heute wieder mitgenommen, denn die werden für die nächsten 4 Wochen zu Hause verbringen, damit wir ganz in Ruhe das Schiff bis nach Porto überführen können. Ja, wir sind ganz gespannt. Wir fahren jetzt Richtung Den Oever. Dort werden wir auf die Nordsee rausschleusen und hoffen, dass wir dann guten Wind haben, um Richtung Frankreich die erste Etappe zu kommen. Aber das entscheidet ganz allein der Wind und das Wetter. Und drückt uns die Daumen und wir melden uns wieder. Bis dann! Wir sind auf der Nordsee angekommen. Wir haben gegen 12:45 die Schleuse in Den Oever erreicht. Leider hatten wir zum Schluss kaum noch Wind, deswegen mussten wir das letzte Stück zur Schleuse motoren. Es ist sehr heiß, wir haben 35 Grad und jetzt auch schon alle unsere UV-Shirts an und Mützen auf. Also es ist wirklich extrem warm. Wir haben sehr gut durchgeschleust. Die Schleuse war zwar relativ voll, aber es hat alles gut funktioniert. Jetzt motoren wir gerade Richtung Den Helder und wollen dann Kurs Süd legen. Wir hoffen, dass wir gleich noch mal ein bisschen Wind bekommen und dann vielleicht auch noch ein bisschen segeln können, denn die ganze Zeit Motoren ist irgendwie auch nervig. Ja, ich bin gespannt, werde nachher ein Update geben. Wir haben jetzt 20.30 Uhr, so langsam da hinten, kann man das sehen, ja, senkt sich auch schon die Sonne. Es war heute ein sehr heißer Tag. Wir haben bis jetzt knapp Mitte 50 Seemeilen. Wir sind kurz vor Eimuiden und gehen jetzt gleich in unsere Nachtwachen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir eine ruhige Nacht haben und auch ein bisschen schlafen können. Ich
bin mit meiner ersten Nachtwache dran. Ich habe gerade 2 Stunden ein bisschen gedüft. Das ist jetzt kurz vor 12. Wir sind gerade am Schwebeling. Das Wetter ist immer noch ruhig. Sternklar ist es nicht, also es ist schon relativ bedeckt. Aber man kann noch ganz gut sehen. Wir haben immer leider noch keinen Wind. Die Motoren immer noch. Und hoffen jetzt, dass wir ganz gut in die Nacht kommen. Nass oder nur ein bisschen nass. Ja, wir nutzen jetzt den Wind aus. Endlich können wir wieder ein bisschen höher laufen und sind jetzt mit 7,5 über Grund unterwegs. Die Tide hilft mit. Man kommt vielleicht ein bisschen über 8, sodass wir zügig Richtung Dünkirchen erstmal kommen. Dann werden wir eine Entscheidung treffen. Der zweite Tag neigt sich dem Ende zu. Es war heute ein recht ruhiger Tag. Wir hatten mal Wind, mal hatten wir keinen Wind. Wir haben relativ viel Motorrad auch heute wieder. Wir haben in Belgien einen Regenschauer abbekommen. Der hatte dann mal wieder richtig guten Wind im Gepäck und so konnten wir auch ein paar Stunden richtig gut segeln. Dann haben wir festgestellt, dass unser Groß mit der Aufrolleinrichtung ein Problem hat. Wir haben gesehen, zum Schluss, als wir das Groß wieder drin hatten, dass sich der Unterlegstrecker gelöst hat. Also wir sind ganz gespannt, wenn wir morgen im Hafen sind,
dass wir dann gucken, dass wir da das Problem fixen. Denn wir wollen ja dann entweder morgen noch weiter oder übermorgen. Das müssen wir dann sehen, wie das mit Wind und Wetter ist und wie wir das mit dem Großsegel hinbekommen. Jedenfalls hat das starke Falten geworfen. Der Carsten hat dann noch versucht, es etwas höher zu ziehen und dann aufzuwickeln. Naja, also mal gucken, wo jetzt das Problem genau liegt. Das wissen wir erst morgen. Wir hoffen auch, dass wir morgen relativ wenig Wind haben, sodass wir das gut im Hafen rausrollen können. Ja, wie ihr seht, es ist gerade Sonnenuntergang. Wir haben Calais passiert. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Cap Grenet und dann, wie gesagt, auf dem Weg nach Boulogne-sur-Mer. Dort werden wir circa Mitternacht, 1 Uhr morgens dann ankommen. Wir waren schon mal in Boulogne-sur-Mer, deswegen kennen wir die Einfahrt ganz gut. Ja, so muss ich sagen, fühle ich mich relativ fit. Die letzten Male, wenn wir Nachtfahrten gemacht haben, konnte ich immer nicht richtig schlafen und mir ging es dann auch körperlich nicht so gut. Ich hatte mit Seekrankheit zu kämpfen. Das ist diesmal nicht der Fall. Also mir geht es relativ gut. Der Carsten ist gerade in seiner ersten Nachtschlafschicht. Der ist etwas müde und da habe ich gesagt, er kann als erstes schlafen gehen. Ja, und dann sind wir auch, denke ich, so in 3-4 Stunden sind wir dann auch schon da. Freuen uns jedenfalls auch auf eine entspannte Nachtfahrt jetzt und mit wenig Aufregung. Und wir haben gleich den Strom mit uns bei Cap Grenet. Das war auch immer so eine Sache, wo wir immer ein bisschen drauf aufpassen, dass uns da nicht so viel Strom um die Ohren gehauen wird. Ja, also seid gespannt. Bis später. Gestern Nacht um 23:45 an der Ansteuerungstonne gewesen. Die Anfahrt Boulogne-sur-Mer mitten in der Nacht, obwohl wir das ja kennen und schon einmal hier waren, war dann doch sehr aufregend und spektakulär, weil ja hier ein Teil der Mauer kaputt ist und die linke Seite nur mit Rot befeuert ist und die rechte Seite stand ein Leuchtturm drauf. Das hatten wir irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm und haben die grüne Tonne gesucht. Naja, es hat alles funktioniert. Ich habe dann halt geguckt und mit dem Fernglas drauf gehalten und Carsten hat gesteuert. Hat dann doch alles super funktioniert. Wir wussten auch, dass wir hier so einen Bogen fahren müssen, weil ja auf der linken Seite das Flachwasser, der Flachwasserbereich ist. Also auch das super geklappt. Der Hafen war dann pickepacke voll. Wir haben uns dann ins Päckchen gelegt. Ja, also soweit alles hat gut geklappt. Wir haben dann ein Päckchen angelegt und dann konnten wir so gegen 1 Uhr nachts konnten wir dann in die Koje hüpfen. Heute Morgen sind wir dann doch relativ zeitig wieder aufgestanden. Unsere Nachbarn, wo wir im Päckchen lagen, die wollten um 9 Uhr ablegen. Dann haben wir Schiff verholt. Wir hatten ja gestern gemerkt, dass wir ein Problem mit unserer Rollanlage beim Groß haben. Also haben wir dann noch das Groß ausgerollt, ganz vorsichtig, und geguckt, wo die Falte, nicht dass sich wieder eine Segelleiter verklemmt im Mast. Das haben wir dann auch noch schnell gefixt. Der Baumniederholer hatte sich gelöst. Ja, also das ist auch wieder gängig. Dann haben wir noch kurz per Hand getankt. Wir haben dann noch unsere Reservekanister in den Tank gefüllt und neue Reservekanister befüllen lassen, weil da ein bisschen Stau war an der Tankstelle. Und dann haben wir gegen 21:45 abgelegt Richtung Dieppe. Jetzt sind wir am Windkurs kreuzen Richtung Dieppe. Wir haben strahlenden Sonnenschein, es ist guter Wind. Wir haben so um die 8, 9, 10 Knoten, irgendwie sowas in dem Bereich. Fahren hoch am Wind, wir kreuzen jetzt. Stimmung ist gut. Ja, wir freuen uns auf Dieppe, ein neuer Hafen.
heute nicht so gute Nachricht gehabt von der Sinawa. Wir sind vorhin schön abgelegt aus Bologna bis zum Meer, hatten guten Wind, wollten hochkreuzen. Ja, plötzlich im Display, Autopilot, keine Verbindung. Dann runtergegangen, in Sicherung wieder reingemacht, weil ich ausgelöst hatte, blieb aber nicht drin. Ja, am Ende. Der Steuergerät vom Autopiloten, der Akku 400, ist defekt. Jetzt müssen wir erklären, wie wir darüber ein Ersatzteil kriegen. Also ist noch innerhalb der Garantie. Ja, das klären wir heute Abend, welchen Hafen wir uns das noch zuschicken lassen. Und im Hafen werde ich ausprobieren, um die Fehler anzukreisen, ob es nicht doch der Antrieb vorher war oder nur das Steuergerät. Aber alles andere werden wir machen. Salz liegt in der Luft, die Möwen schreien und neben der Hafeneinfahrt von Feco erheben sich zu beiden Seiten die imposanten Kreidefelsen der Alabasterküste. Bis 1204 war Feco der Sitz der normannischen Herzöge und Nachfolger des Wikingerfürst Rollo. Gegenüber der Abteikirche zeugen die Reste des herzoglichen Palasts von der herrschaftlichen Vergangenheit der Fischerstadt. Direkt hinter der Abteikirche beginnt die Altstadt. In den engen Gassen bekommt man ein Gefühl für die reiche Vergangenheit von Fécon. Zudem gibt es noch eine Besonderheit, den Benediktinerpalast. Thank you.
Nach zwei Nächten in Fécamp aufgrund des schlechten Wetters ging es für uns wieder raus auf die raue See Richtung Cherbourg. Kurzes Update. Heute war Tag der Emotionen. Wir sind heute um 21:45 in Fécamp abgefahren mit dem Ziel nach Cherbourg. Wir sind dann erst unter Land gefahren bis Le Havre und haben dann den Kurs abgesetzt Richtung Cherbourg, weil wir immer noch darauf gehofft haben, dass, wie vorhergesagt, der Wind etwas mehr seitlich dreht und wir dann vielleicht auch noch hätten segeln können. Die erste Zeit sind wir fast nur Motor gesegelt. Auch jetzt haben wir immer noch den Motor mitlaufen. Wir hatten aber zwischendurch echt Flaute und sind dann mit zwei Knoten gegen den Strom irgendwie gefahren. Und das war für uns einfach Emotion rauf, Emotion runter. Wir haben es ein bisschen gehasst, dass wir die Strecke hier gewählt haben. Man hängt ja dann doch hier auch mal ein paar Tage fest, gerade weil fast immer Westwinde herrschen und auch sehr, sehr starker Strom. Da muss man natürlich auch immer gucken. Naja, also wir sind jetzt hier quer ab Barfleur. Um 21 Uhr kippt der Strom wieder, sodass wir gleich ums Kap Richtung Cherbourg mit Strom kommen. Das war auch unsere ausgerechnete Zeit. Zwischen 21 Uhr und 1 Uhr nachts haben wir die Zeit, hier rumzugehen. Wir haben jetzt 20.23 Uhr und brauchen ungefähr noch bis 22 Uhr, bis wir hier oben an dem Kap angekommen sind. Und dann werden wir mit Strom Richtung Cherbourg absetzen. Ja, der Wind hat jetzt nachgelassen. Wir hatten zwischendurch auch ganz guten Wind. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang Starkwind, aber gegen an. Dann hatten wir Flaute und dann haben wir jetzt zwischendurch immer mal so zwischen 7 und 15 Knoten gehabt. Jetzt im Moment haben wir 3 Knoten Wind. Wir haben den Wind aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so doll auf die Nase, sondern ein bisschen versetzt von links. Das geht gut. Und die Welle ist fast weg. Wir hatten vorhin sehr, sehr hohe Welle. Und das natürlich dagegen anzustampfen, macht einfach keinen Spaß. Wir freuen uns jetzt auf eine entspannte Nacht oder halbe Nacht. Wir hoffen, dass wir so gegen 2 Uhr morgens in Cherbourg ankommen. Und wir waren auch noch nie in Cherbourg und hoffen, dass wir ganz gut auch in den Hafen reinkommen und dann halt eben auch einen Liegeplatz bekommen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Thank you.
haben den Point of Basseur hinter uns gelassen. Hier ist die erste Ansteuerungstonne, die zweite ist schon im Voraus. Wir haben aktuell 9,8 Knoten. Das sind 6,5 und Strom, deswegen sollte man wirklich passend auch hierher kommen. Danke nochmal an Dieter, der nochmal mit uns gegengecheckt hat, dass wir auch wirklich punktgenau hier landen. Super, klasse. Mal schön, dass wir auf euch zielen können. Natürlich die Christiane auch. Also, ne? Dankeschön. Ja, also wir sind jetzt gerade in der Ansteuerung. Wir hoffen, dass wir so in maximal 2 Stunden dann im Hafen sind. Danke, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Dieses endet jetzt hier. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns. Ciao!